Der Morelo Loft in der 10-Jahres-Edition. Ja, ein ganz tolles Fahrzeug. Und wir werden uns heute mal vorstellen zusammen mit dem Dieter Glasbrenner. Ja, ich grüße dich, Dieter. Hi. Deine Frau, die arbeitet auch bei Morelo. Genau, die Anja, die hast du auf dem anderen Film. Die ist nämlich Vertriebsleiterin. Und deine Aufgabe, was machst du? Ich mache Vertrieb, ich bin im Verkauf. Deswegen ist sie tagsüber meine Chefin. Und abends sieht es dann anders aus. Da teilen wir dann die Rolle wieder auf. Ist das so? Nee. Du bist Schwabe. Ja. Deine Frau ist eine starke Persönlichkeit, muss man sagen. Definitiv. Du bist auch bei Morelo. Ihr seid bodenständig, ihr seid mit beiden Füßen am Boden geblieben. Ihr seid jetzt keine Träger von Rolex und Co., nee, sondern nee. Ihr seid absolut bodenständig. Definitiv. Wie unsere Kunden in der Regel auch. Ne? Man denkt ja immer, wer sich so ein teures Ding kauft, der hat irgendwie, ja, das ist ein besonderer Typ. Das sind sie eigentlich alle nicht. Das sind alles bodenständige Menschen. Die sind alle authentisch. Das ist unsere größte Stärke, sage ich mal, dass auch wir authentisch sind. Und so wie unsere Kunden versuchen wir natürlich auch zu sein. Deswegen, ja. Ja, das ist ein schönes Modell. Das ist die Stufe Nummer 2 vom Home über den Loft, über den Palace, über den und so weiter. Mhm. Und das ist ein immer noch Einstiegsmodell, kann man sagen? Na, das ist schwer zu sagen. Also von der Rangfolge hat man natürlich verschiedene Modelle. Bei uns kommt er an zweiter Stelle, liegt aber eher darin, dass er vom Preis her mit weniger Grundausstattung günstiger zu erwerben ist. Wenn ich jetzt einen Loft und einen Palace gleich ausstatte, bin ich nahezu auf dem gleichen Preis, weil die Chassis sind gleich, die Aufbauten sind gleich. Loft ist einfach kompakter, der ist nicht so hoch. Der hat andere Badezimmer-Ausstattung und deswegen ist es Auto zwar an zweiter Rangstelle, aber auf dem gleichen Niveau wie ein Palace zu sehen. Ja, das ist jetzt die Frontmaske, die steht im Auto gut. Ja, definitiv. Das Morelo-Gesicht. Also bis Empire sieht alle Modelle von der Frontmaske, vom Heck her und so weiter gleich aus. Und da hat man einfach die Modellfamilie oder das Erkennungszeichen angepasst. Sehr schön. Ja, ich habe ganz große Scheibenwischer. Das ist schon Style wie Reisebus so ein bisschen. Definitiv, ja, die ganze Front ist ja, also wenn man auf der Autobahn fährt, ist jetzt nicht so tief drin im Thema, muss man immer zweimal schauen, kommt ein Reisebus oder kommt ein Morelo, ein Reisemobil. Da haben wir natürlich schon vom Design her sehr ähnliche Formen. Derzeit, finde ich, ist der schönste Liner, den man so auf dem Markt in Deutschland oder auch ja, europaweit hat. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, denn ich sag mal, der Weitwinkel, der verzerrt ein bisschen das Bild, aber das ist schön so. Das ist dann die Optikhöhe von dem Fahrzeug? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Die Höhe von dem Fahrzeug? 3,39 Meter. Wenn man jetzt die Luftfeder eingebaut hat, die auf dem normalen Niveau hat, ohne dass jetzt Aufbauten wie die Satellitenantenne oder eine Klimaanlage aufträgt, dann sind wir bei 3,39 Meter. Mit der Klima kommen wir ungefähr nochmal 10 cm dazu. Und mit der Luftfederung können wir das Ganze jetzt nochmal so zwischen 6 und 8 cm nach oben oder nach unten senken oder anheben und dadurch die Höhe auch noch mal verändern. So, der Laderaum, der ist ein kleines bisschen kleiner als beim Palace. So ist es. Das heißt, der ist nicht ganz so hoch. Genau, also da haben wir 6 cm weniger Laderaumhöhe. Ich weiß jetzt nicht mal auf der Zentimeter genau, wie viel das sind, aber der ist niedriger als der beim Palace. Auch da wieder das Thema, da wollen wir kompakter bauen. Viele Leute haben mit der Höhe so ihr Thema, ob sie einen Carport haben, Garage oder irgendeine Durchfahrt. Oder Bäume. Ja, wobei auf Stellplätzen. Dann eher, sagen wir mal, die Höhe, wenn sie das Auto zu Hause abstellen, ein Thema ist. Die Durchfahrtshöhe. So, ich habe viele Fenster, die ich mit drin habe. Da sind die Gasflaschen mit drin. Man kann ihn auch mit Gastank bestellen? Definitiv. Das ist das gleiche Chassis, wie wir es beim Palace haben. Also 7,49 Tonnen Chassis, die gleiche Höhe mit der gleichen Bodenfreiheit. Deswegen kann ich hier genauso einen 120 Liter Gastank einbauen, wie beim Palace auch. Beim Home geht es jetzt schon wieder nicht mehr, weil der ein niedrigeres Chassis hat. Hier vorne sind die Gasflaschen. Ist das auf? Das Fach? Schau mal. Denke mal, ja. Ist auf, hier kann man sehen. Hier ist natürlich eine Du-Control mit drin. Hier sehe ich also von innen, welche Flasche leer ist. Genau, wir haben eine Fernanzeige mit dabei. Ich kann die Betriebsflasche wählen. Und wenn eine leer wird, sieht man innen drin, dass die umgeschaltet hat auf die volle Flasche. Dann habe ich Zeit zum Wechseln und ja. Und der hat auch einen Gastank, wie ich sehe. Der hat jetzt auch einen Gastank, weil er im Endeffekt hier die Einspeisung hat über ein Umschaltventil. Kann ich dann praktisch wählen, ob ich das Gas aus dem Tank oder aus den Flaschen beziehen möchte.
Sehr schön. Also ich habe im Moment dort Sprudel drin, weil ich ja einen Gastank habe, brauche ich die Flaschen nicht. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber... Darf man, ja. Ja gut, spricht nichts dagegen, weil der Kasten ist ja im Endeffekt hermetisch abgeriegelt, der ist nach unten offen. Passiert nichts. Passiert nichts. Sehr schön. Mach mal zu. Dann schauen wir mal daneben an rein, denn Stauraum ist eine große Sache, aber hier ist wahrscheinlich die Entsorgung. Genau. Gleiches System wie bei allem Morelo. Man hat immer hier das Entsorgungsfach. Und da kommt praktisch dieser Ablass, das Ablassrohr raus. Da wird ein Schlauch aufgesteckt mit einem Feuerwehranschluss, mit so einer C-Kupplung. Und das Wichtige ist, diese zwei Tanks, der Fäkalientank mit dem roten Schieber oder dieser Abwassertank mit dem schwarzen Schieber, die führen dann über ein T-Stück zusammen. Ich muss also den Schlauch nicht mehr umklemmen, sondern ich kann über die Bedienung sowohl der Fäkalientank als auch der Abwassertank entweder parallel oder nacheinander leeren. Geht relativ flott, weil wir 2,5 Zoll Rohre haben. Die geht wirklich schnell. Es dauert ungefähr 3 Minuten maximal. Ja, dann war er gut voll, muss man sagen. Beide. Das stimmt ja nacheinander, genau. Und wenn ich das dann geleert habe, haben wir hier noch einen Wasseranschluss. Damit kann man dann getrennt der Fäkalientank und der Abwassertank mit frischem Wasser, mit klarem Wasser spülen. Der Schlauch wird immer gleich mitgespült. Sagen wir, ich lasse das bei mir meistens in der Regel 3 bis 4 Minuten laufen, dann habe ich immer saubere Tanks. Also das ist alles Standard oder Grundausstattung beim Morelo. Bei jedem? Bei jedem Auto, das auf jeden Fall ein Fäkalien- oder ein Abwassertank. Abwassertank haben wir immer drin, aber nicht immer standardmäßig diesen Fäkalientank. Aber wenn, dann sind die Anschlüsse immer gleich. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Da vorne, das ist das Wasser. Hier habe ich 2 Möglichkeiten. Genau, wir haben praktisch hier das Ablassventil für den Frischwassertank. Da brauchen wir keine so dicke Rohre, weil das kann langsam rauslaufen, wenn ich den leer machen möchte. Und habe hier eine sogenannte 100 Liter Fahrwasserstellung. Wenn ich die eingeschaltet habe, dann läuft der Tank bei 100 Liter über. Das heißt, ich kann den nie ganz füllen. Um das zu tun, muss ich hier das Ventil schließen. Dann kann ich den Füller bis 300 Liter beim Loft, weil der 300 Liter standardmäßig als Frischwassertank hat. Und das ist eigentlich mehr Kosmetik, um eine Masse im fahrbereiten Zustand nicht in die Höhe zu treiben, sondern ich muss dann 100 Kilo praktisch für die Masse im fahrbereiten Zustand mit Frischwasser angeben. Deswegen hat man diese Möglichkeit, hier den Tank nicht mehr als mit 100 Liter zu befüllen. Okay, es hat den Vorteil, wenn ich jetzt ein Fahrzeug hätte, was voll wäre, an die Grenze kommt, ja, kann ich ablassen, kann ich nochmal 200 Kilo sparen. Es sind immer noch 100 Liter Frischwasser drin. Und es wäre auch jetzt für den Wettbewerb nicht optimal, wenn man da immer die volle Wassertanks angeben müsste, weil das würde der Wettbewerb verzerren. Das stimmt. So, wir gehen mal gerade drum rum. Hier ist noch eine kleine Klappe. Ja, da haben wir die Heizung. Ja. Heizung, Druckwasserpumpe, dann Ablassventile, alles natürlich mit Trinkwasser, nach Trinkwasserverordnung ausgelegt. Man hat hier die Möglichkeit, das Glykol zu füllen. Zu wechseln auch. Zum Wechseln, genau. Man soll ja alle 5 Jahre sollen wir mal diese Flüssigkeit wechseln. Dazu haben wir hier eine Gelegenheit geschaffen, dass wir das relativ einfach tauschen können. Der Boden ist unverrottbar, habe ich gehört. Das heißt also auch die Seitenwände, die nehmen nichts auf, kein Wasser. Was dem Auto übrigens gut steht, ist diese Stahlfelge, finde ich. Denn das ist jetzt Geschmackssache. Also ich habe zurzeit eine Leichtmetallfelge drauf, aber die Stahlfelge macht so ein bisschen brachialer. Definitiv, ja, ein bisschen roh, sagen wir es mal so. Ja. Ich finde eigentlich, man müsste entweder zum Schmuck entweder Edelstahlradzieherblenden drauf machen oder Alufelgen. Ich persönlich bin ein Fan von den Radzieherblenden, habe das auch bei meinem Fahrzeug drauf. Edelstahl. Edelstahl-Radzieherblende, das macht das Auto nochmal ein bisschen gefälliger und die glänzen halt immer. Während Alufelgen, die würden dann mit der Zeit auch mal stumpf oder sind schwerer zu pflegen. So, ihr habt 2 Türen drin mit der gleichen Größe. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Das ist das Heck, automotiver Charakter. Das bedeutet, ich habe ein ganz tolles Design im Heck, was, ich sag mal, oben so einen angedeuteten Spoiler hat. Das da ist wahrscheinlich Optik, oder? Oben diese drei Streifen? Ja, das ist eine reine Designgeschichte, sagen wir es mal so. Natürlich hat man unter dem Spoiler
die Ablassrinnen für das Wasser, dass sich das nicht auf dem Dach sammelt, sondern dass es nach hinten und nach vorne ablaufen kann. Vorne haben wir Abläufe geschaffen, nach hinten natürlich, um zu verhindern, dass das Wasser an der Seite runterläuft, weil jeder weiß, da gibt es dann diese hässlichen schwarzen Streifen. So hat man dann doch eher das Wasser nach hinten und nach vorne und nicht an der Seite. Sehr schön, bis gleich. Wir erzählen euch mehr über den Loft. Der Swiss Caravan Salon am Freitag. Hier ist ja die 10 Jahre Edition Morelo Loft. Da gibt es Ausstattung zu einem attraktiven Preis. Ja, wir haben also so Jubiläumsmodelle kreiert. Die haben wir beim Loft. Wir haben den als Loftliner. Wir haben einen Home und einen Palace. Und da haben wir mal versucht, alles, was in so Auto rein gehört, das auch Spaß macht, was sinnig ist, reinzupacken und dann so einen attraktiven Preis als Gesamtpaket anzubieten. Es gibt dann nur noch wenige Dinge, sagen wir mal, die man in so einem Fahrzeug in der Ausstattung verändern kann. Zum Beispiel mag nicht jeder Hubit oder braucht nicht jeder Hubit, kann man aber natürlich hier auswählen, ist aber nicht in der Grundvariante dabei. Genauso wenig wie die Kupplung, nehme ich an. Auch die ist eher individuell. Nicht jeder braucht eine Anhängerkupplung, der hat sie drin. 3,5 Tonnen darf man dranhängen an das Fahrzeug. 3,5 Tonnen. Die gibt es jetzt starr, die gibt es aber auch abnehmbar. Wenn man die nicht immer sehen möchte, kann man die auch abnehmbar bekommen. So, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dass wir mal die ganze Maske mal komplett draufkriegen. Von hinten so ein bisschen wie ein Reisebus? Ja, wie ein schöner Reisebus, sagen wir es mal so. Also mir gefällt das Ding perfekt, muss ich sagen. Jetzt bin ich seit über 23 Jahren dabei. Wenn man das einer in der Zeit gesagt hätte, was wir heute alles bauen können, dann hätte man das nicht geglaubt. Da sind Quantensprünge passiert in der Zeit. Sagen mal, konkurrenzbelebtes Geschäft, auch das habe ich gelernt. Jeder legt sich mächtig ins Zeug und möchte sowohl das Schönste auch als auch das Beste anbieten. Aber ich sage mal, da braucht man nicht viele, um zu fragen, dass es echt ein tolles Heck ist vom Design her. Made in Germany, made in Bayern. Yes, im tiefsten Bayern. Direkt in Schlüsselfeld und ja, da bauen wir die Fahrzeuge ja, mit Leidenschaft, kann man sagen. Wenn auch viele Nachbarn das so behaupten, wir haben tatsächlich Leidenschaft dahinter. So, das ist die Heckgarage, richtig viel Platz. Sie ist groß. Gut, ich habe ein Querbett, da ist ein bisschen kleiner, aber hier ist sie sehr groß. Das heißt, also hier passt viel rein, die Türen beide gleich, vorne, hinten. Ja, also nicht in der Serie, wäre jetzt beim Palace wieder Serie. Beim Jubi-Paket haben wir das natürlich mit dabei. Standardmäßig wäre die Tür auf der Fahrerseite ein bisschen niedriger. Hier hat man jetzt beide Türen groß und das kann man als Option wählen. Garage auf dem Boden beim Loft immer gleich groß, das heißt diese Bodenfläche ist immer identisch. Unterschiede gibt es dann oben in dem Bereich, je nachdem welches Bett das man hat. So, und hier sieht man auch, die Beladungshöhe ist sehr gering. Ja. Der keine Kante. Der hat wahrscheinlich die Luftfedern nach hinten abgelassen. Wir haben hier die manuelle Stütze drunter für die Messe. Das ist von unserem Händler in der Schweiz, weil der baut immer seine Hubstütze von Goldschmidt selber drunter. Deswegen sind sie hier nicht drin. Im Jubi-Paket wären die dabei ab Werk. Also ich habe ja auch ein Fahrzeug aus der Schweiz gebraucht gekauft, Morelo. Da waren Goldschmidt-Stützen drin. Das ist witzig. Die Schweizer fahren die alle mit Goldschmidt, habe ich das Gefühl. Ja, weil da haben sie die Vertretung hier in der Schweiz und da können sie natürlich immer schnell auf Ersatzteile zurückgreifen. Deswegen verbauen die gern diese Goldschmidt-Hubstützen. Aber wir ab Werk machen die E&P. Die funktionieren auch, muss man sagen. Also ich habe eine Goldschmidt, bin ganz zufrieden. Sie braucht nur ein bisschen. Aber ich sage mal, gute 4-5 Minuten sollte man mitnehmen, je nachdem wie man steht. Und dann ist sie da. Aber funktionieren tun sie genauso. Ja, wenn sie mal ihren Dienst erfüllen, dann fahren sie runter. Sie sollen das Auto nivellieren, das machen sie alle. Und ja, da geht Goldschmidt, genau. Da gibt es also jetzt nicht einen riesen Qualitätsunterschied zwischen E&P und Goldschmidt. So, hier unten sieht man die Stahlfelge. Das bedeutet, das Fahrzeug hat hinten zwei Reifen. Immer Zwillingsbereifung, ja. Das haben alle Iveco Dailies. Ich sage mal ab 4, man muss überlegen, weiß nicht bei welcher Stärke. Da drüber hat 5,8 Tonnen. Das sind immer Zwillingsräder, die man drauf hat. Mit unterschiedlichen Bereifungen wegen dem Traglastindex, wegen unterschiedlichen Reifen, mit unterschiedlichen Reifengrößen. Da haben wir die 16 Zoll Räder. 225er Breite, zwei Stück.
nebeneinander und damit bekommen wir diese hohe Hinterachslast, die wir benötigen für das Fahrzeug. Ja, das stimmt. So, wir machen mal hier auf. Da ist was drunter? Da ist unsere Elektroverteilung drunter. Also da auch Morelo-like, wie alle Fahrzeuge ohne PKW-Garage, haben in dem Bereich die Elektroverteilung mit 230 Volt und 12 Volt Verteilungen. Wir haben hier zum Beispiel den Solarregler drin, je nachdem wie viele Platten drauf sind, unterschiedliche Sicherungen für die Absicherung der einzelnen Leitungen, ein Tiefentladeschutz. Das Teil oben zum Beispiel, das gelbe Teil, das schaltet ab, wenn unter 10,8 Volt Spannung im Fahrzeug sind. Und heute haben wir das schon wieder in einer anderen Technik, voll digital. Hier ist noch mechanisch mit einem Magnet. Das funktioniert auch. Es funktioniert alle Teile. Aber damit schützen wir einfach dann das Fahrzeug vor Tiefentladung, weil das für die Batterie das Schlechteste ist, was passieren kann, wenn sie in Tiefentladung gehen. Super, ja, hier vorne ist noch ein großes Fach. Wir zeigen mal ganz kurz die technischen Details. Da ist nichts drin, außer meine Tasche und mein Laptop, aber ansonsten ist ein reiner Stauraum. Was hast du, ein großes? Fußbodenheizung hätte, ein großes MacBook hast du? Ja. Aha. Muss ja große Angebote schreiben, brauche ja ein großes MacBook. Hier oben sieht man noch so einen kleinen Drehregler, der wäre für die Fußbodenheizung. Wo denn? Oben am Deckel hier. Da kannst du die Fußbodenheizung ausschalten, einschalten oder nur, okay, sagen wir mal, vermindert mitlaufen lassen. Die niedrigere Leistung. Die war schon immer da an der Stelle? Die war schon immer da. Die wäre aber beim Loft nicht in der Serie, beim Palace versus Serie. Beim Loft und beim Home kann man sie dazu bestellen. Schon, ja. Hier ist halt der Morelo Loft 79L, das Jubiläumsmodell. Wir sind in Bern in der Schweiz. Du sprichst nur Schwäbisch? Ja, wenn einmal Schwäbisch, immer Schwäbisch. Man kann viel verhindern, das ist leider nicht. Ihr seid sehr, sehr stark in der Schweiz, habt einen tollen Partner hier. Ja, definitiv. Unsere Firma Alexa, schon von Anfang an haben die Morelo mit dem Angebot und ist der einzige Handelspartner hier in der Schweiz. Aber ja, sehr zentral gelegen und macht einen tollen Job hier. Eine tolle Werkstatt. So, das ist die Marlene. Ich grüße dich herzlich. Du bist mit dazugekommen. Das ist der Loft Baujahr 2020, das Modell 2021. Und ja, der Loft 2017, da können wir gleich mal reingucken. Da liegen mal wieder Welten dazwischen. Das heißt, ihr habt laufend Innovationen, die ihr neu einbaut, oder? Laufend nicht. Also die solltet ihr auch mal eine Weile immer halten. Aber wir haben jetzt da natürlich eine neue Wohnwelt geschaffen. Das heißt, mit anderen Möbeldesigns und die schauen wir uns einfach mal an. Wir haben jetzt die Möbel eher abgerundet, vorher waren sie eckiger und sind noch ein paar andere Details, aber das schauen wir uns einfach innen drin an, würde ich sagen. Ja, zunächst noch das letzte Staufach, was wir haben, ja. Das wahrscheinlich größte, hier kann ich komplett durchladen. Genau, hier habe ich die Durchlademöglichkeit bis zur anderen Seite. Das bietet sich immer ganz toll an für Stühle, Tische, was weiß ich, Grillwagen, Ski, sagen die Leute immer, aber ich habe noch nie da vorne Ski liegen sehen. Ich weiß nicht, warum die immer denken, das wäre für Ski gut, die kommen in der Regel in die Garage. Ja. Aber alles gut. Was man noch sieht, hier dieser Deckel ganz vorne, der wäre für die am unteren Teil am Boden. Ja, ja. Da ist so ein Deckel, den man rausnehmen kann. Ja. Da sitzt drunter diese Pumpe für die Hubstützanlage. Das heißt, auch diese Pumpe hat man nicht so eingebaut, dass sie einen Stauraum verschwendet, sondern die verschwindet praktisch in einer Box, die unterm Fahrzeug ist. Das kann man auch anders lösen. Das heißt, das kann man auch so einbauen, dass es komplett den Raum wegnimmt, wenn man es nachrüstet. Ja, wenn man es nachrüstet, hat man oft das Problem, dass es diese versenkte Box nicht gibt. Und dann verschwindet man natürlich Stauraum damit, weil man die Box dann in einen Stauraum einbaut. Ich zeige mal gerade was Schönes. Hier vorne ist wahrscheinlich die Spurverbreiterung schon montiert. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich glaube, Erde hat sie nicht drauf. Die Spurverbreiterung macht das Auto oder macht die Spur nochmal 5 cm breiter. Mhm. Es gäbe eine Wide-Axle, da kommen die Räder fast plan bis zur Seite raus. Die hat nochmal 20 oder 200 mm Spurverbreiterung. Und wenn Alufelge drauf wären, dann habe ich die Einpresstiefe
verändert, weil dann die Felge auch nochmal 5 cm weit rauskommt. Also es gibt technische Möglichkeiten, Spuren in der Breite zu verändern. In der Regel eine Preisfrage, Standard haben wir gar nichts. Eine Spurverbreiterung mit Radiständscheibe für die Stahlfelgen kann man ca. 5 cm die Spur verbreitern. Und Alufelgen haben auch 5 cm Spurverbreiterung durch die Einpresstiefe, die geänderte. Die Busspiegel, die sind unglaublich beliebt, weil sie unglaublich toll aussehen, wie so eine kleine Ameise, die Optik, ja, wie so ein richtiger Reisebus. Ja, und noch besser ist natürlich, wenn man mit dem Auto fährt und im Spiegel jeden Zentimeter vom Auto sieht, sowohl vorne im Totenwinkel, an der Seite. Und mit der Rückfahrkamera komplettiert sich dann das Ganze. Ich sehe praktisch beim Parker jeden Zentimeter oder beim Fahrer und fühle mich da unheimlich sicher, weil ich muss nicht immer den Kopf drehen. Es reicht, wenn ich mit den Augen hin und her klimper und dann sehe ich im Endeffekt alles, was ich sehen muss. Eine riesen Markise, die ist komplett integriert jetzt? Ja, auch neu bei den Modellen, die man seit, wann haben wir sie verändert? Jetzt muss ich gerade überlegen, der Luft war glaube ich 2019 drin in der Überarbeitung, Modell 2019. Vorher hat man die Markise an der Seite, jetzt hat man sie im Dach integriert, bei allen Fahrzeugen. Die ist ein bisschen höher, hat aber natürlich den Vorteil, dass sie im Endeffekt nicht mehr an der Seite montiert ist, sondern sich ideal ins Fahrzeug integriert und einfügt. Länge von dem Fahrzeug? Da haben wir den 79 L, der Länge von 8,35 m. Die sind ein bisschen länger geworden, weil wir im Endeffekt die Möbel oder die Möbelelemente vom Palace einsetzt. Die Küche ist ein bisschen größer geworden, die Sitzgruppe wurde ein bisschen größer. Deswegen hat sich das Auto einfach auch in der Länge nochmal verändert. Jetzt muss ich nochmal überlegen, beim 79 L, weißt du gerade, was der auswendig hat an Länge? Das ändert sich immer wieder von der Maße, aber ich meine, der hat 8,28 Meter, irgend sowas. Bei der Vielzahl an Modellen, da kriegt man nicht mehr alle Zentimeter jedes Jahr in den Kopf. Kein Problem. 8,28 Meter. Juhu. Da vorne ist die Anja Bauer. Ich guck mal gerade. Du hast Glasbrenner. Ja. Ihr seid aber tatsächlich ein Paar. Ihr seid verheiratet. Ja. Anja. Sind wir. Super. Ja. Jetzt habe ich deinen Mann mal mit dabei. Ja, da vorne ist er, wir gehen jetzt. Die Welt auf Schwäbisch. Ja, wir gehen mal kurz rein, denn es hat sich viel dadurch geändert, dass ihr jetzt die Möbel habt vom Palace. Genau. Also auch designtechnisch, und ich kann immer innen drin zeigen, was sich verändert hat. Wichtig, wie gesagt, wir haben jetzt nicht mehr diese viele unterschiedliche Modul-Varianten, sondern man kann hier einfach besser kombinieren. Und deswegen das, was ich vorher sagte, Palace und Luft sind qualitativ auf dem genau gleichen Niveau. So, der Home ist daneben, die Höhe ist gleich vom Home? Nein, der Home ist 10 cm niedriger, weil der das niedrigere Chassis hat. Das ist 5,8 Tonnen Chassis. Sieht man auch, also 10 cm unterscheidet sich jetzt der Home vom Luft. Mhm. Alleine aufgrund der Chassis-Variante, während der Luft und der Pelle sich auch wieder um 10 cm unterscheiden, aber es liegt an der geänderten Stehhöhe und höherer Doppelboden. Da sieht man, die Klappen sind höher. Das sind 6 cm Unterschied in der Doppelboden-Variante. Das ist der Palace. Der Palace. Und 4 cm wäre der nochmal im Innenraum von der Stehhöhe her anders. So, das ist auch 9 Meter, was hat der? 8,99 ist er angegeben. Ja. Das hat er auch. Also der hat so diese magische Grenze von 9 Meter noch nicht überschritten. Aber den gibt es auch länger, also den, wenn man den will. Bis 9,45 Meter, ja. Den gibt es als 93er, LSB oder MB, lange Coach, andere Schlafzimmervariante. Oder sogar als 90G mit einer Smart Garage. Das geht auf 7,5? Das geht, aber es ist kein Zuladungswunder mehr, nennen wir es vielleicht mal so. Also da muss man mit der Ausstattung etwas haushalten. Und dann funktioniert auch das mit dem Smart, wobei jetzt natürlich sich der Smart wieder verändert. Jetzt gibt es nur noch die E-Smart. Da geht es schon nicht mehr. Die wäre zu schwer dann, ja. Das habe ich gesehen, ja. Ja, wir gehen mal rein. Bis gleich. Bleibt dran. Das ist er, ja, der Loft. Wir schauen uns jetzt das Fahrzeug mal von innen an. Und der Dieter wird uns begleiten bei dem Fahrzeug. Die Marlene, die hat schon, ich sag mal, ihren Platz eingenommen. Und das ist die XXL oder XL-Fahrertür. Yes, das ist aber Standard. Also nicht Standard, sorry. Die Breite, ja, die Höhe auch, aber da haben wir jetzt einfach eine
Tür, das wäre auch nicht in der Grundvariante beim Loft dabei. Beim Palace wäre das wieder Grundausstattung. Das sah einfach hier aus. Dieses Luxustür. Genau, wenn du mal kurz drauf drückst, dann wird nämlich die Beleuchtung aktiviert. Ich glaube es nicht, weil wir die Sicherung rausgenommen haben auf der Messe. Normalerweise wird sie so aktiviert, aber auf der Messe, da nehmen wir einfach ein paar Sicherungen raus, dass nicht alles blockiert oder dass man die verschließen kann. Deswegen, man hat hier die Möglichkeit, sowohl mit Fernbedienung als auch mit Zahlenkombination zwischen 4 und 8 Stellen programmierbar, über diesen Code die Tür zu öffnen und zu schließen. Fernbedienung heißt extra Fernbedienung? Und extra Fernbedienung. Extra Fernbedienung. Ist das dabei immer bei der neuen Tür? Immer bei der Tür ist immer mit dabei. Wenn man die Serietür hat für der Luft, hat die auch eine Fernbedienung, aber einen Schlüssel dann noch mit dazu. Ah ja, verstehe. So, aber die hat jetzt halt praktisch eine Sonderoption und hat jetzt dieses Fahrzeug eingebaut, aber von den Dimensionen gleich wie die Serientür auch. Das ist eine Profitür, die kommt aus dem professionellen Türaufbauteil und findet auch bei rein Composite-Kunden wie Feuerwehren, wie Rettungsdienste absolute Profiqualität. Genau, definitiv. Also das ist auch die Leute fragen immer einbruchsicher oder kann man da noch ein Schloss einbauen? Ist Blödsinn, die Tür, die ist so von der Aufhängung und von der Verriegelung aufwendig, da wird keiner versuchen, die Tür aufzubrechen. Es gibt da andere Möglichkeiten reinzukommen, so dann. Im Prinzip eine Leiter, Fenster wäre einfacher. An der Tür am wenigsten, da würde sie sich eher die Zähne ausbeißen, da muss es schnell gehen. Bei der Tür, da hat man schon einen Aufwand, die kriegt man sicher auch auf, aber nicht so einfach. Ja, hier ist das Logo drauf. Ich glaube, es war mal kurz weg an der Seite, kann das sein? Je nach Design. Also wenn man die Glasfronte hat zum Beispiel, die es allerdings jetzt nicht vor der Luft gibt, dann hat man eine komplette Glasfront, dann hat man kein Logo mit dabei. Aber in der Standardausführung und in dieser Variante mit dem Carbonoptik hat man eigentlich immer das Logo dabei. Manche Leute kaufen das Auto nur wegen dem Logo, weil es so schön ist. Das stimmt. Das siehst du. So, wir gehen mal rein. Hier hat man Morello jetzt drin. Das sieht schön aus. Und ja, man hat einen leichten Einstieg über 2 Stufen. Dann kommt das Fliegengitter. Marlene, zeig mal bitte. In der Tür natürlich integriert. Darf nicht fehlen. Darf nicht fehlen, das ist wichtig, weil man da natürlich auch, wenn man mal lüften möchte, ein riesiges Loch hat. Und bei uns steht die Tür sehr oft offen und das Fliegengitter ist geschlossen. Wir haben immer noch 2 Katzen mit dabei und für die ist das die beste Barriere, dass sie nicht abbauen. Ja, bei ganz großen Hunden gibt es andere Möglichkeiten, dann springen die einmal durchs Fliegengitter durch. Da habe ich mal Sorge, dass einer mal reinkommt, wenn er die sieht. Ja. So, ganz großer Spiegel am Eingang. Das ist neu, da war vorher mal so ein Glasschrank, kann ich mich dran erinnern. Nee, hat mit dem nichts zu tun. Das kommt immer drauf an, wo der Fernseher sitzt. Da war mal ein Schrank mit Gläser, den gibt es immer noch, wenn man den Fernseher an dieser Seite einbaut, okay. Am Eingang. Okay, das Modell, das ist jetzt, das ist ein 79L hier. Das ist ein 79L und ich kann hier zum Beispiel, wie bei Modelle Luft aufwärts, die Position des Fernsehers wählen. Und je nachdem, wo ich den Fernseher dann einbaue, habe ich unterschiedliche Eingangsvitrinen. So wäre es, wenn der Fernseher wie bei dem Fahrzeug auf der Beifahrerseite ist, im Oberschrank, dann habe ich hier Platz für 2 große Apothekerschränke. So. Und wäre jetzt der Fernseher hier drin, dann habe ich nur einen kurzen Apothekerschrank und drüber Gläser. Aber der sitzt bei dem Fahrzeug da. Hier unten drin. Da ist er. Und deswegen habe ich eine andere Eingangsvitrine. Ne? So. Dadurch habe ich natürlich hier mehr Staumöglichkeiten für die Küche. Die sind auch sehr beliebt, diese Apothekerauszüge. Und wie gesagt, hätten wir den Fernseher hier eingebaut, ist auf Wunsch möglich. Dann ist hier oben eine Gläservitrine und der Fernseher etwas vertieft hier über diesen kleinen Apothekerauszug eingebaut. Die Wohnwelt, ist jetzt der Name von der Wohnwelt? Wohnwelt Novelle. Novelle. Das hat aber nichts jetzt mit dem da vorne zu tun, sondern da, wo du jetzt drauf sitzt, diese Seitencouch, hat im Standard einen 90-Grad-Winkel zur Außenwand. Ja. Und bei Novelle wird dieser Winkel nochmal um 10 Grad geöffnet. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen lockerer von der Einteilung her.
Und bei der Wohnwelt Novell hat man immer diese Küchearbeitsplatte in Mineralstoff mit dabei, in zweierlei Farbvariante. Man hat immer diesen Spiralwasserhahn mit dabei. Hier werden immer anstelle einer Klappe zwei Schubladen und die Kaffeemaschine mit der 230 Volt Steckdose. Kapselhalter gehört auch zur Ausstattung Novell. Wenn man die nicht wählt, hat man trotzdem die Möglichkeit, diese Optionen einzeln zu wählen. Aber in der Wohnwelt Novell sind diese Teile, die ich gerade gesagt habe, mit drin. So, ich habe eine große Spüle. Ja, also wenn wir jetzt in der Küche sind, wir haben natürlich grundsätzlich bei allen Fahrzeugen immer zwei Spülen. Hat folgender Hintergrund in der Praxis. Hier kann ich bequem spülen und hier kann ich das Geschirr reinstellen zum Abtropfen. Zum Abtropfen oder wenn ich mal in der Küche was arbeite, ich brauche mehr Arbeitsfläche, dann mache ich hier zu und habe hinter immer die Möglichkeit, noch mit dem Wasserhahn irgendwas abzuwaschen oder was wegzukippen, je nachdem. Und das vergrößert dann natürlich wieder die Arbeitsfläche, weil durch den großen Kocher hat man weniger Arbeitsfläche. Das können wir auch wählen mit einem schmäleren Kocher. Ja, und die eine, die kocht viel, die andere kochen wenig. Und da kann jeder sich die Küche so gestalten, wie er das gerne hätte. Aber diese zwei Spülbecken, die sind Standard bei jedem Modell von uns. Ja, es gibt ein neues Licht jetzt mit indirekter Beleuchtung. Ja, war das erste Mal beim Empire, hat man das drin gehabt. Hat man jetzt in alle Modelle drin, indirekte Beleuchtung, Designelement. Dahinter verbirgt sich dann vom Fenster der Verdunkelungsrollo. Weiter oben haben wir immer in jedem Fenster auch der Insektenrollo mit dabei. Und da hat man einfach dann diese Schiene verkleidet. Das ist natürlich schön abends, wenn ich das anlasse. Schick, ja. Natürlich haben wir auch hier eine tolle Beleuchtung. Auch die ist neu. Hier unten wird über indirekte Beleuchtung die Küchenfront beleuchtet. Hier drunter haben wir jede Menge Arbeitsleuchter. Das wäre praktisch die indirekte Beleuchtung und dann kann ich von oben nochmal beleuchten. Insgesamt, wenn man mal so durchs Auto schaut, beleuchtungstechnisch unheimlich viele Möglichkeiten, sicher auch ein bisschen Ambiente und Licht zu schaffen. Das ist alles Grundausstattung. Also das hat der Luft, aber jedes Modell immer recht umfangreich an Möglichkeiten. Okay, das heißt also jetzt das hier zu wählen, dass das so ganz leicht jetzt geöffnet ist in dem Winkel, das gibt dem Ganzen unglaublich viel Raum. Es gibt Raum und lockert irgendwo so das Auto auf, denke ich mal, von dem gesamten Wohnraumgefühl. Deswegen Novell heißt Wohnwelt Novell und unterscheidet sich einfach von der Standardvariante. Das dürfen wir machen, weil auch nach Straßenverkehrszulassungsordnung dürfen diese beide Anschnallgurte, die Dreipunkttechnik ausgeführt sind, müssen nicht immer 90 Grad zur Außenwand sein, das darf bis 100 Grad sein. Und das haben wir hier ausgenutzt und haben dadurch einfach eine lockere Sitzgruppe geschaffen. Okay, das heißt, das ist noch entsprechend sicher, nach vorne kann nichts passieren, Definitiv. Ist zugelassen. Ja. Sonst würden wir es nicht einbauen, ganz klar. Da ist jetzt kein Staufach drin? Nein, da ist die Gurtanlage dahinter. Also wenn man hier aufklappt, dann kann man hier die Gurte ausfahren. Es ist ein riesiger Gurtgestell dahinter. Gleichzeitig von außen natürlich, das sieht man jetzt nicht, ragt der Gaskasten nach innen. Deswegen macht es da keinen großen Sinn mehr, irgendwelche Stauräume zu schaffen. Hätte man das Soundpaket mit ausgewählt, optional, dann wird hier drunter in der Regel eine Bassbox installiert. So, und hier vorne hat man einen großen Tisch mit dabei. Was ist das für eine Farbe vom Tisch oben? Der nennt sich Stone mit Vanillrand. Es gibt sechserlei Tischblatter-Varianten. Findet eigentlich jeder immer sein Modell, das ihm gefällt. Und jedes Auto ist von der Ausstattung anders. Also jeder, der eine kann, man kann zwischen sechserlei Tischblatter wählen, zwischen zweierlei Küchenarbeitsblätter oder viererlei sogar. Dreierlei Fußböder, Farbe im Leder gibt es von Schwarz bis Weiß über Lila, Blau in jeder Farbe, Apfelgrün, Rosa Holz. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Kombinationen es gibt. Und so sieht fast jedes Auto anders aus. Was jetzt neu ist, vielleicht, wenn wir jetzt da gerade stehen, wenn man der Loft oder der Palace von den Vorjahren kennt, hatten wir hier gerade Fronten. Man sieht, diese Fronten sind gebogen.
Gleichzeitig hatte der Luft und der Palace immer unter eine offene einen offenen Stauraum. Im Prinzip so wie hier vorne. So wie da vorne, genau. Und da hat man jetzt diese Klappe verlängert, sodass man jetzt drei Fächer innen drin hat oder dreifach unterteilt. Und das war früher auch schon so, allerdings war der untere Bereich immer geöffnet. So, und das heißt, da waren überall offene Ablage, jetzt hat man das Ganze integriert. Ja, man konnte das alles sehen, das war nicht so schön aufgeräumt. Ja, kann man so sagen, unser Chef ist auch so ein bisschen ein Ordnungsjunkie. Deswegen, das war es ihm gefallen, das bauen wir in der Regel auch. Und wir haben gekämpft, dass wir da vorne wenigstens noch offene Ablage bekommen haben. Für mich sind die wertvoll, weil mal schnell einen Geldbeutel, Schlüsselbund reinlegen. Wollte nicht, oder Brille, da wollte nicht immer die Tür öffnen müssen. Deswegen haben wir die jetzt in der Serie drin, diese Ablagen unten. Und da können wir mal schnell was ablegen. Tja, ihr seid also ein... Das vielleicht auch da nochmal dazu. Wir leben in diesen Reihen, oder wir selber fahren alle Reisemobile, wir nutzen die Reisemobile und dadurch versuchen wir natürlich auch immer diesen Praxisgedanken ins Designtechnische mit unterzubringen. Und nur wenn man selber Reisemobil fährt oder im Reisemobil wohnt, dann weiß man, was eigentlich Sinn macht, aber auch was keinen Sinn macht. Und diese offene Ablage, die haben zum Beispiel mir gefällt, da bin ich ein bisschen stolz drauf, ich habe die durchgesetzt. Und zwischenzeitlich sind sie beide Fahrzeuge wieder Serie, wenn man kein Hupe drin hat. Ihr habt auch kein Hupe drin in eurem? Wir haben auch kein Hupe drin. Wir haben absenkbare Tisch, so wie hier. Da kann man dann immer mal, wenn jemand im Fahrzeug mitkommt und drin schlafen möchte, sich auch da nochmal eine Liegefläche bauen. Ich versuche immer, die Kunden dahingehend zu beraten, die sollen sich so oder immer kaufen, wie sie es für sich nutzen. Und dann vielleicht doch Möglichkeiten schaffen, wenn es mal Ausnahmen gibt. Wenn zum Beispiel mal ein Enkelkind mitkommt, was auch immer, vielleicht kommt es nie mit, aber vielleicht kommt es mal mit, dann kann man da vorne noch ein Bett rausbauen. Und das ist immer so die Philosophie, die ich gern vertrete, weil wie oft höre, machen wir Hubbett rein, falls einmal ein Enkel mitkommt. In der Regel ist so, die haben noch nicht mal Enkel und dann fahren sie 4 Jahre Hubbett spazieren. Was sie nie benutzen. Weil sie nicht benutzen, deswegen ist eigentlich so vom Offener her diese Möbel. Mir persönlich gefällt es besser. Und ich habe einfach nochmal mehr Stauraummöglichkeit und nach oben mehr Luft. Aber ja, jeder darf das so machen, wie er so Auto gestalten möchte, ganz klar. Ja, das nachträglich, der Einbau ist eine Qual. Man muss die Frontscheibe ausbauen. Ich habe jetzt erst gerade wieder hinter mir einen Kunde, der ein Fahrzeug gekauft hat, wollte dann ein Hubbett mit drin haben. Das war tatsächlich 3 Wochen Arbeit. Das Bett muss raus, die Schränke müssen raus, muss alles eingepasst werden, Elektrik muss verlegt werden. Also da ist man schnell mal bei 7.000 bis 8.000 bis 9.000 Euro, um sowas umzurüsten. Also das lohnt sich in der Regel auch nicht wirklich. Okay, es ist so, man kann Fahrzeuge, die einem nicht gefallen, euch in Zahlung geben. Ihr kriegt da gute Preise für, die sind sehr gefragt. Man kann auch Autos in Zahlung geben, die einem gefallen. Nicht meinen, so. Die nicht gefallen. Nein, die vielleicht für mich nicht geeignet sind. Das kann ja sein. Ich merke jetzt, das ist zu klein, das Fahrzeug. Ist der jetzt auch absenkbar, der Tisch? Ja, der ist auch absenkbar. Genau, wenn du mir mal zeigst, wie der geht. Ja, kann ich mal machen. Der hat praktisch hier diese, das nehmen wir mal weg. Deko. Ich kann den Tisch natürlich in alle Richtungen verschieben. Ich kann den unter festmachen, dass er sich nicht verschieben lässt. Und er hat, glaube ich, schon mal gezeigt, wie man auszieht. Ja, zeig mal bitte. Kann ich auch nochmal machen. Und dann müssen wir einen Hebel ziehen, schiebt es dann auseinander, schiebt es wieder zusammen, hat ratzfatz eine riesige Tischplattefläche. Und auch die können in alle Richtungen verschieben. Wenn mal viel Besuch kommt, dann macht man sowas. In der Regel ist man zu zweit in der Autos unterwegs, oder so ist eigentlich die Regel. Deswegen reicht meistens der schmale Tisch aus. Aber ich kann natürlich auch eine große Platte bauen. Jetzt ist hier ein Hebel an der Seite, den muss ich drehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, den Tisch bis nach unten zu drücken, den wieder festzumachen. Und dann ist eine Platte mit dabei, ich lasse jetzt wieder hoch. Und dann ist eine Einlegematratze mit dabei. Und so kann man dann aus der Fläche nochmal Bett machen. Ein Bett machen, entweder für eine Person oder für zwei Verliebte. Also die verbinden sich hier. Die verbindet sich dann praktisch hier dann über die Breite. Ja. Der auch noch Fernsehen gucken kann. Genau. So, und das ist auch ganz schnell wieder zurückgebaut. Und so kann ich dann
eine Notliegefläche baue. Also es soll keine Liegefläche sein für immer. Oder wenn man kleine Kinder hat und sagt, ich brauche ein Hubbett immer, alles gut. Aber das ist jetzt mal mehr so ein kleines Notbett, nennen wir es mal so. Ja, ich habe ja die Barsitzgruppe gezeigt drüben im Palace. Ja. Ist das so eine Glaubensfrage, Bar? Oder ich meine, ist auch wieder ein kleiner Aufpreis? Ist eine Glaubensfrage, ja. Also die wird sehr oft oder gern genommen, wenn unsere Kunden Hunde haben. Dann haben sie nämlich da unten ein bisschen mehr Platz zu liegen. Die eine empfindet das Wohnraumgefühl größer durch diese Barsitzgruppe. Das ist tatsächlich so eine Philosophie. Einer mag das lieber, der andere das. Man bietet beides an. Bei dem Modell ginge das jetzt zum Beispiel nicht beim 79L. Ich bräuchte der nächst größere, der 82LB. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich hier nochmal einen Barsitz und den Tisch an der Seite einbauen kann. Also Barsitz heißt, ich habe dreimal quasi diesen Fahrersitz, genau. Den ich auch benutzen kann, plus zwei Sitze hier maximal. Da könnte ich jetzt zum Beispiel eine 5-Personen-Zulassung draus machen. Und deswegen ist so eine Barversion auch eine gute Alternative, wenn man viele Gurtplätze braucht. Mhm. Bei dieser Sitzgruppe sind maximal 4 möglich. Vorne 2, an der Seite noch 2. Und dann ist die Möglichkeit vorbei, weil ich nur noch in- und Gegenfahrtrichtung Drehpunkt-Sicherheitsgurte einbauen darf und die dann auch als Sitzplatz eingetragen werden. Das ist seit 2009 so. Achso, ist die. Da darf man nichts mehr an der Seite einbauen, die werden nicht als Sitzplatz gezählt. Die Gurt. Diese. Beckengurte haben die. Beckengurte hieß das früher. Das ist nicht erlaubt mehr. Ist vorbei. Das ist seit 2009 schon vorbei, deswegen haben wir da. Auch diese Multifunktionscoach, um hier eine Möglichkeit zu schaffen, dass ich sowohl Coach als auch Sitzplatzmöglichkeiten habe. Ich kann das dann umbauen, Polster raus und dann kann ich hier in der Bank mit 2 Personen in Fahrtrichtung sitzen und mich anschnallen. Und diese Bäckergurte sind seit 2009 schon immer erlaubt. Also die werden auch nicht als Sitzplatz in ein Fahrzeug eingetragen. Deswegen diese Variante maximal 4, Barversion maximal 5. Ja, schon. Ja, hier vorne habe ich dann die Garderobe. Da ist die Technik drunter, hier unter der Platte? Da drunter, ja. Also da haben wir die Verteilung, sagen wir mal. Das ist das typische Luftdisplay. Der hat ein bisschen einen anderen Kabelstrang als der Palace. Deswegen unterscheidet sich diese Displays. Das wäre das Loft- und das Home-Display. Ab Palace hat man dann ein Premium-Display. Da kann man noch mal ein bisschen mehr ablesen. Das kann man ein bisschen anders bedienen. Wir haben beim Palace aufwärts dann zum Beispiel ein Touch-Display, das haben wir da nicht. Hier wird alles praktisch über diese Tasten angesteuert. Hab trotzdem die gleiche Funktion, es ist einfach ein bisschen anders zu bedienen. Das sind die Hauptschalter fürs Licht, für Druckwasserpumpe, für die Füllstandsanzeige, fürs Wasser oder für die Batterien, für die Batteriezustände. Dann schnell erklärt, das ist für diesen Wechselrichter, für dieses Kombigerät von Büttner. Der 3000 Watt Wechselrichter und ein 120 Ampere Ladegerät beinhaltet. Von hier aus kann ich alles fernbedienen, kann man die einzelnen Strom- oder Spannungszustände anzeigen lassen. Ich kann einen Netzmangelausgleich einschalten. Das, ja, heißt, Das Netzmangelausgleich bedeutet, wenn ich irgendwo am Campingplatz stehe, habe eine schlechte Absicherung. Beispiel, Batterie, die Sicherung kann 6 Ampere, dann fällt sie raus, wenn ich mehr brauche. Dann muss ich das diesem Teil mitteilen, dass er sich maximal 6 Ampere von außen holen kann. Also von der Steckdose drücke ich da drauf, stelle hier 6 Ampere ein. Mhm. Ich habe jetzt keine Brille, deswegen sehe ich es nicht genau. So, und jetzt würde er Folgendes machen in diesem Zustand. Der holt sich jetzt maximal die 6 Ampere von außen und der Rest, wenn er mehr braucht, holt er sich aus der Batterie. Automatisch und speist die über den Wechselrichter ein. So dass, wenn ich, was weiß ich, mal der Haarföhn eingesteckt habe und jetzt kommt der nächste und schaltet Kaffeemaschine ein, würde im schlimmsten Fall die Sicherung rausfliegen. Das passiert jetzt nicht mehr, weil das Gerät erkennt es und speist dann die notwendige, der notwendige Strom über den Wechselrichter ein. Okay, das heißt, wenn ich jetzt aufbaue, zum Beispiel jetzt die Klimaanlage betreibe in Italien, könnten zum Beispiel mit 6 Ampere können es gerade so hingehen. Das wird gerade noch funktionieren. Und jetzt schalte ich was anderes dazu, dann haust du Sicherung raus. Genau. Und deswegen übernimmt dann dieser, wie nennt sich dieser Netzmangelausgleich, wie er sich so schön nennt, dann diese Funktion, dass ich trotzdem komfortabel andere Stromgeräte betreiben kann. Dann muss ich nicht jedes Mal wieder Sicherung reindrücken. Ja, das ist die Fußbodenheizung. Ist hier Fußbodenheizung drin? Weißt du? Die ist hier drin, hat aber mit dem da oben nichts zu tun. Ja. Sondern
Also gerade in dem Gerät, um es vielleicht noch abzuschließen, Netzmangelausgleich wäre dabei, der Wechselrichter kann ich von hier aus ein- und ausschalten und ich kann verschiedene Ladestufen einschalten für die Batterien, die ich entweder mit 120 Ampere oder mit 60 Ampere laden kann. Hat der Vorteil, der Lüfter schaltet hinten nicht ein und stört vielleicht in der Nacht, dann wird es einfach mit weniger Strom geladen. Und ich kann sogar nur die Spannung von außen durchschleifen, ohne dass geladen wird, um auch da wieder, ja, wie soll ich sagen, der Batteriestrom zu nutzen, ökonomisch, ökologisch, ökologisch zu nutzen, Entschuldigung. So, das ist also hier dieses Gerät, wie gesagt, wenn ich da jetzt ausschalte, dann ist die Ladung für die Batterie einfach ausgeschaltet. Okay. Dann kann es wieder einschalten, dann fährt es wieder hoch und dann kann ich mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wie gesagt, die Ladestärke einschalten. So, dann haben wir natürlich, wenn ich hier Durchtage habe, 16 Anzeiger zu den Strom- und Spannungsverhältnissen im Fahrzeug. Also das sind so viele Informationen. Wenn es einen interessiert, kann man da ganz viel ablesen und für den Service ist natürlich auch gut. App gibt es auch? Das gibt es nicht mit der App, ne. Okay, ja gut. Also keine Bluetooth-Verbindung. Was es wieder gibt, diese alte, das ist aber bei jedem Auto für die Heizung, hat man hier dieses alte Display drin, das kann ich auch über App steuern. Das ist so der wichtigste Menüpunkt, da kann ich Raumtemperatur, Wassertemperatur, meine Energiewahl vorwählen und kann dann hier nochmal in, ich glaube, 16 Untermenüs reingehen, kann zum Beispiel Nachtabsenkung einschalten, Tagabsenkung. Wie zu Hause? Wie zu Hause. Also da ist auch alles, was im Auto Sinn oder vielleicht auch nicht Sinn macht, programmiert. Mhm. Und es funktioniert, also das ist wie zu Hause, ich schalte es rein, fertig. Ja, genau, also das ist tatsächlich perfekt zum Bedienen, einfach intuitiv über Touch-Display. Ja. Sehr schön. Ja, also das ist für die Heizung, da schaltet es ja auch wieder aus. Dann haben wir hier noch eine Anzeige rein für die Solarernte. Das heißt, wie viel Strom fließt über die Solaranlage rein? Jetzt natürlich nichts, weil wir in der Halle stehen. Batterie wird voll sein, deswegen fließt auch nichts rein. Aber da kann ich dann genau ablesen, wie viel Strom über die Solaranlage in die Batterien fließt. Und kann dann auch mal sehen, was habe ich denn insgesamt schon geerntet. Also das ist nichts anderes als eine Anzeige. Ich könnte nichts steuern. Okay, das ist eine Information jetzt. Das ist eine Information für die Solaranlage. Und nebendrin, um das Ganze noch vollständig zu machen, haben wir eine Batterieuhr drin. Da kann ich jetzt über diese Taste zum Beispiel abfragen, wie ist die Spannung in der Fahrzeugbatterie? Wie hoch ist die Spannung in der Aufbaubatterie? Wird die gerade geladen? Wird sie entladen? Hier kann ich die Kapazität ablesen. Wie viel Strom fließt jetzt gerade im Moment? Und wie viel Leistung hat meine Batterie noch oder wie viel Kapazität kann ich denn beim jetzigen Zustand aus der Batterie noch abrufen? Das ist spannend, wenn ich keinen 230 Volt Anschluss habe. Ne? Weil da kann ich natürlich, da bin ich komplett autark, aber ohne 230 Volt Anschluss kann ich hier erkennen, was hat meine Batterie noch an Kapazität, wie lange kann ich die noch nutzen. Also ganz viele Informationen, die wir hier abfragen können, aber das haben wir hier mit zentralem Display drin und von da aus können wir dann alles, was im Auto spannend ist oder im Aufbau spannend ist, steuern und Informationen abholen. Wenn ich es nicht mehr sehen will, kann ich zumachen. Dann mache ich den Deckel zu, mache ich viele. Ich komme hier nochmal hinter an unterschiedliche, also das ist eigentlich mehr für den Service. Da habe ich von der Antennenanlage das Steuergerät mit dazu. SAT, oder? Das ist für die SAT-Anlage, genau. Das hat sogar ein WLAN-Anschluss oder ein Wi-Fi-Anschluss. Ich kann das auf dem App oder als App mit aufs Handy laden, kann mich dann dort einwählen und dann kann ich sehen, was meine Antenne gerade so macht. Ich kann aber auch rauslaufen und aufs Dach gucken, dann sehe ich das Gleiche. Ach so, so eine Art. Ist ein bisschen Spiel. Ja, jo, gut, ja, ist halt dabei. Halt. Alles ja. Gut. So und dann einfach Relais und die Displays von hinten. Das ist der Dimmer, gell, für die LED-Anlage, genau. Über der Markise. Genau. Da hinten in der Ecke. Das heißt, ich kann auch draußen dimmen. Das ist nicht einmal der für die Anlage, sondern das sind die Dimmer für hier drin, weil hier drinnen kann ich genauso dimmen. Das LED-Band an der Markise hat einen Dimmer außer eingebaut im Elektrofach. Okay. Weil hier kann ich auch dimmen. Na, wenn ich da zum Beispiel drauf bleibe, dann wird das Licht heller. Okay. Oder es wird dunkler. Das heißt, überall, wo ich einen Taster habe, habe ich auch einen Dimmer.
Und deswegen ist dieses Modul hier oben das genauso. Also auch das indirekte Belicht könne, Licht könne heller machen oder dunkler machen. Ist schon hell, oder? Ja, ist dunkel. Ja, das wird richtig hell. Wenn alles an ist, ist hier... Da braucht man fast eine Sonnenbrille hier drin. Und dann ist da noch die ominöse Umpumpanlage. Ein Schalter, da habe ich, das ist auch ein Extra, da könnte man dann vom Abwassertank, wenn der voll ist, noch in der Fäkalietank Abwasser umpumpen, sodass ich eine Standzeit verlängern kann. Jetzt mal eine Frage, ich habe mir noch nie einer das so detailliert erklärt wie du. Das war vielleicht jetzt auch ein kleiner Redeschweiß, sorry. Nein, das war super. Ich habe mal ganz kurz abgeschaltet, normalerweise bin ja ich immer der redet. Das ist für viele auch beeindruckend, dass ich es mal nicht tue. Okay. Sag mal, du fährst hier so einen Iveco Daily. Daily, ja. Wir haben jetzt der dritte Palace bestellt. Der kommt nächste Woche aufs Band. Ich freue mich schon wieder, obwohl ich immer weiß, wie die Autos aussehen. Und deswegen, ich habe selber einen Daily jetzt als Euro 6D. Das war der vorige auch schon. Und er ist super zu bedienen zwischenzeitlich, weil er auch vom Lenkrad aus sämtliche Assistenzsysteme, Tempomat und so weiter kann bedienen. Vorher war dieses Display immer so ein bisschen LKW-like. Habe jetzt sogar Digitalanzeige vorne drin. Hochauflösend. Geschwindigkeit, hochauflösend, ja. Und der ist jetzt hier schon sehr PKW-ähnlich mit dem Fahrsicherheitspaket und ja, mit der ganzen Bedienung, was ich ganz toll finde, dass man jetzt auch diese Reifendruckanzeige hat, weil das immer lästig ist, diese Reifendrücke an 6 Reifen zu messen und Kappe runterzuschrauben. Das zeigt er jetzt digital an und ich sehe immer genau, wie viel Reifendruck in jedem einzelnen Rad drin ist. Dann der Abstandsregeltempomat, besondere Geschichte, die nehmen wir gerade eben erst alle in Betrieb, weil das war eigentlich früher versprochen von Iveco, hat jetzt ganz lange gedauert, bis die auch ja, freigegeben waren, weil die kamerabasierten Systeme, die haben jetzt lange Zeit nicht funktioniert. Der hat es jetzt zum Beispiel schon drin, sieht man vorne in der Windschutzscheibe die Kamera und die brauchen die Assistenzsysteme zum Beispiel für den Abstandsregeltempomat, für den Bremsassistenten oder für den Spurhalteassistent, weil der nicht nur auf Radar basiert, sondern auch ja, auf Sicht geht. Und die Funktionen sind jetzt heute alle in diesen Fahrzeugen mit integriert. Die vom Band laufen, haben sie jetzt automatisch schon dabei. 400 Autos müssen wir noch nachrüsten, da hat man die Hardware schon drin, aber die Software fehlt noch und das Einmessen der Systeme. Aufwendig, oder? Ja, aufwendig und eine riesige logistische Herausforderung, aber wie gesagt, es funktioniert zwischenzeitlich, toi toi toi. Vom PKW kennen wir es schon lange, aber vom Transporter hat man das in der Form jetzt noch nicht gekannt. Und jetzt ist auch in der Reisemobile verfügbar und möglich. Das hat so lange gedauert, weil die Front vom Wohnmobil anders ist als ein Serienfahrzeug. Zum Beispiel die Iveco Daily hat immer eine feste Scheibe. Hier haben wir einen anderen Winkel, deswegen war das ein riesiger Hickhack, bis das freigegeben wurde mit der Einmessung. Boah, ich kann mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Wir müssen. Irgendwann ist Feierabend. So, wir haben jetzt hier. Also, ich verweise mal auf unzählige andere Videos, die wir gedreht haben mit Morello. Nicht, dass die Leute denken, wir würden nur Morello drehen, aber es ist wirklich, es ist jedes Jahr was Neues. Ja. Jetzt haben wir die Küche jetzt drin vom Palace. So viel habe ich gelernt. Ich habe hier die Fahrerschwingsitze und das Besondere ist, ihr habt hier eine Druckluftfanfare eingebaut. Das geht ja nämlich. Genau. Mach mal bitte. Also wenn ihr die jetzt drückt, dann erschrickt die Schweiz oder Bern. Ich weiß nicht, ob Luft drin ist. Kann sein, da kommt jetzt nichts. Ja, es kommt was, es tut. Weil die wird über einen Luftkessel von der Schwingsitze gespeist und wenn der lange steht und es geht ein bisschen Luft raus, dann kann sein, die tut irgendwann mal nicht mehr. Aber das ist die Männerhube, ganz wichtig. Ich hab's mitbestellt. Habe ich mir schon gedacht. Oh nein. Ich habe was Ähnliches. Was hast du? Ich habe eine La Cucaracha-Hube, die ist aber noch nicht verbaut. Mal gucken, wie das wird. Das ist ja alles nicht wirklich zulässig, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, die ist aber zulässig, die eingebaut ist. Ich glaube auch, ja. Ja, genau. Aber die hört man, die ist zusätzlich, wenn ich hier drauf drücke, habe ich die normale, oder? Dann kommt die Lachhube, ne, wo du drück mal drauf. Da, oben drauf, ja. Ja, da lacht sich jeder kaputt, wenn du mit dem riesen Ding kommst und möchtest einen anderen bedrohen, das geht gar nicht.
Aber bei der Druckluftfeinfeuer, da haben sie Respekt. Die war geil, oder? Nee, wir drücken sie nicht nochmal. Aber ich hätte richtig Lust. Also gibt es auch eine Kindersicherung für die Fanfare? Nee, das ist eigentlich für Männer ohne Kindersicherung. Aber komm nach Feierabend, kannst du noch ein paar Mal drücken, bis die Luft weg ist. Ich meine für meinen Sohn, wenn der die entdeckt. Nee, der drückt da, das macht das Gleiche. Oh, das ist, ja, es war total überflüssig, aber ich dachte mir, komm. Ja. Gut. Macht Spaß. Macht Spaß. Absolut. So, ich guck mal gerade hinten drin durch. Da haben wir jetzt den neuen Kühlschrank mit drin, der dir so gut gefällt. Den haben wir schon gezeigt? Könnte sein. Also, Vorteil, ich kann von beiden Seiten öffnen. Von da und von da. Genauso das Gefrierfach, genau das Gleiche. Bedienung ist ein bisschen moderner vom Display her. Also man hat hier nicht nur ein paar Druckknöpfe, sondern man kann hier, jetzt hat er eigentlich kein Gas, kann hier praktisch über dieses Display verschiedene Modi einstellen. Ja, also einfach eine andere Bedienung. Man muss sich ein bisschen einfinden in das Ganze. Und wenn man abschaltet, muss man eine Weile draufbleiben. Tech Tower hat dann oben drüber noch diesen Gasbackofen. Der hat Unterhitze mit dabei, keine Oberhitze, leider mehr. Die war immer ganz gut, aber es wird derzeit nicht angeboten. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung zum vorherigen. Das sage ich jetzt als Nutzer. Der wird zwar auch schön heiß, aber ich kann von oben nichts mehr bräunen. Der hat einfach in der Höhe Einbuße getan, weil der Kühlschrank höher ist. Das Interessante ist, dass der alte dafür nicht so schnell heiß wurde. Ich glaube, der wird schneller heiß, der neue. Also ich habe ja den alten auch, wenn du da mal irgendwas reinmachst, eine Pizza, die dauert schon ein bisschen länger. Also Lüge möchte jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass der schneller aufheizt. Okay. Dann ich glaube es nicht. Ich habe mittlerweile, Herr Glasbrenner, Herr Dieter Glasbrenner, ich hab jetzt so viel Respekt vor dir. Ich werde Tod und Teufel tun, dir zu widersprechen. Ja, das darfst du gern. Aber wie gesagt, ich habe mir irgendwann mal das Lüge abgewöhnt, weil ich dann übermorgen nicht mehr weiß, was ich vorher gelogen habe. Deswegen mache ich es nicht mehr und sage Wahrheit. Oder manchmal sage ich einfach nichts. So, du hast gerade eben was aufgezogen. Das ist der Apothekerschrank. Ja. Da oben habe ich einen Apothekerschrank mit 3 Fächer. Okay. Da habe ich auch noch mal eine kleine Ablage drin. Also man nutzt schon jede Ecke aus, die man in so einem Auto auch ausnutzen kann. Ich kann es immer noch mal wiederholen. Ein Morello, der lebt von denen, die das Auto auch praktisch selber nutzen. Und wissen, wo kann ich denn noch irgendwas optimieren. Und das spürt man eigentlich sehr deutlich in jedem Detail vom Auto, weil hier die Praxis ins Design mit einfließt. Ja, und das ist das, was ich in den Fahrzeugen selber so mag. Also nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern weil ich tatsächlich auch von dem Produkt und von der Leistung und von der Qualität und von der gesamten Nutzung her total überzeugt bin. Obwohl man auch nie drin steckt bei so viel Technik. Also es kann auch immer mal irgendwas sein, aber ich glaube, wichtig ist, wie geht man damit um und wie kann man dann nachher auch helfen, wenn mal irgendwas wäre. Aber nochmal, wie gesagt, ich bin selber ein riesen Fan. Und wenn ich als Schwabe so viel Geld ausgebe für ein Wohnmobil, dann hat es schon eine Bedeutung. Du bist jetzt natürlich Mitarbeiter. Ja. Du hast aber selbst jetzt erstanden. Das heißt, das ist kein Firmenwagen, den du kriegst. Nein. Selber kauft. Also das heißt, auch dieses Fahrzeug muss ich bezahlen. Vielleicht nicht ganz so viel wie jetzt ein Kunde, weil wir ja Mitarbeiter sind, kriegen wir da schon Subventionen. Aber trotzdem ist viel Geld. Und ich muss es bezahlen, ja, ganz klar. So, nach vorne ist die Kaffeemaschine. Auch die hat jetzt einen neuen Platz. Die war vorher rechts beim Loft, vor 2-3 Jahren. Ja, da war aber auch nochmal der Spülbecker gedreht. Da war der Spülbecker links, jetzt ist es rechts. Wie soll ich sagen, dass es vom Design und von der Form zusammenpasst. Deswegen hier ist immer die Kaffeemaschine, wenn man die mitbestellt. Ich kann auch keine Größe reinbauen, weil sonst kollidiert es hier mit der Klappe. Deswegen die Nespresso, Kapselhalter. Manche gefällt er nicht, deswegen den kann man auch lose beilegen, je nachdem. Das kann man sich aussuchen, wie man es haben möchte. Zu diesem Novell-Paket gehört es mit dazu. So, jetzt haben wir hier ein tolles Bad. Denn das ist, was für ein Bad ist das? Na, weil dann kann man, weil die Tür geht auch nach vorne auf. Ich kann die hier, ohne dass ich was mache, arretieren. Also es geht über ein Magnet. Ich muss da nicht drücken, sondern die rastet ein. Wenn ich wieder drücke, kann ich die ganz aufmachen. Oder ich habe natürlich die Hauptfunktion, ich kann sie nach hinten verschließen. Da ist der Raum offen. Da ist der Raum offen.
So, jetzt für unsere Zwecke, um da mal gemeinsam nach hinten zu gehen, ist besser, wenn man halt sie nach vorne auf, dann ist sie nicht im Weg. So, hier ist noch ein kleiner Lüfter, ich zeig's mal gerade, auch der ist neu. Der ist etwas leiser? Nö. Oh, du bist so ehrlich, ich liebe das. Der ist nicht leiser, der hat ein bisschen mehr Kraft, sagen wir es mal so. Mehr Power. Ja, mehr Power. Und der hat einen Regensensor drin und hat einen Elektroantrieb drin. Das heißt, man kann auch mal nicht vergessen, wenn es draußen regnet, den zuzumachen. Dann geht er von alleine zu. Und er hat wahrscheinlich einen Thermostat. Genau, dass sie die Temperatur einstellen können. Wir nehmen den unheimlich gern, um so kleine Umluft zu schaffen. Also jetzt waren wir wieder in Kroatien, haben hinter das Dachfenster aufgemacht, den leicht eingeschaltet, da war immer ein schöner Luftaustausch. In der Nacht, da hat man keine Klimaanlage, nichts an. Und zwar immer eine tolle Luft. Und dafür finde ich die Lüfter schon sehr, sehr wertvoll. Schon. Ja, das Bad haben wir gerade im Home gefilmt. Ist das größer als im Home? Ja, ist ein bisschen größer. Also im Luft ist alles ein bisschen größer als beim Home. Liegt auch da drin, der Home hat 2,35 Meter Breite, der Luft hat 2,40 Meter. Macht in der Breite, wenn es auch bloß 5 cm sind, viel aus. Er ist auch ein bisschen höher, der Luft von der Stehhöhe her. Und deswegen sind die Dimensionen größer. Weil beim Home, da bauen wir noch kompakter. Der Luft ist schon kompakt, aber der Home ist noch kompakter. Heizung ist natürlich drin. Der hat jetzt auch diese Fäkalientanktoilette. Die wäre jetzt nicht Serie beim Luft. Die muss er extra bestellen. Serie stand wäre eine Kassette. Und diesen Festtank, der kostet dann extra. Aber für mich, für so ein Auto, absolutes Muss. Und ich habe ganz, ganz wenige Kunden, die ich nicht überreden konnte, die zuerst vielleicht eine Kassette wollten, weil sie den Tank nicht kannten. Aber jeder, der mal mit einem Tank unterwegs war, wird nie mehr eine Kassette nehmen. Also ich versuche da echt die Leute zu missionieren. Gelingt meistens aber nicht immer. Ist wahrscheinlich auch der Wiederverkaufswert ein Problem dann. Ja, habe jetzt auch erst wieder von Kunden Luft verkauft, die eine Kassette hatten. Das machen wir auch ab und zu, dass man mal, wenn Kunden ganz aufhören und altersreiber nicht mehr fahren, werde ich oft gefragt, ob ich helfen kann, das Auto zu verkaufen. Mache ich eigentlich sehr gerne. Und da war jetzt auch wieder eine Kassette drin, da tue ich mich schwer im Wiederverkauf, definitiv. Ja, und hier ist der Schlafbereich. Der ist riesig, den kann ich komplett vereinzeln. Hier ist eine Schiebetür. Da ist eine Schiebetür drin an der Stelle, genau. Also ich kann auch da der Schlafbereich vom Wohn- oder Badbereich trennen. Das Schöne ist bei dieser Variante, wenn ich hier zu mache und ich mache da vorne diese Klapptür zu, habe ich ein komplettes Badezimmer über die Breite. Und das ist der Grundgedanke. Das kann ich gerade mal zeigen, wenn du zu machst. Wenn du mal da zu machst. Und ich mache jetzt da die Schiebetür zu als Beispiel. Machen wir ein Licht an, dann sehen wir auch was. Dann habe ich hier, ich mache mal zu, ciao. Für mich praktisch das Badezimmer mit der Dusche. Alleine. Alleine, ja. Das war eigentlich der Gedanke für die Variante. Auch wieder Glastür. Eine große Dusche auch. Keine Kunststofftür, sondern ein richtiger Glastür. Wie zu Hause, die auch mal mit dem Abzieher sauber mache, habe immer eine saubere Dusche. Und oben drin, während der Fahrt, haben wir so ein kleines Sicherungshebel, dass wir die verriegeln, weil dann kann gar nichts passieren. Fährt in der Regel auch so nicht auf, weil das schon fest ist, geht nach innen und nach außen auf und ist total dicht. Druck ist wie zu Hause? Welcher? Der Wasserdruck. Ja. Achso, nee, du dachtest jetzt Pinkeldruck, oder? Alles Mögliche. Du hast gefragt. Zu Hause, ja. Nee, also Wasserdruck kann man sagen, ist wie zu Hause. Also da merkt man keinen Unterschied, weil die Druckwasserpumpe, wenn die loslegt, ich glaube, weiß nicht, wie viel Bar sie macht, knapp 2 Bar. Aber man hat das Gefühl, man ist zu Hause unter der Dusche. Auf jeden Fall. Kein Rinnsal. Kein Rinnsal. Man wird echt nass und kann sich auch wieder super gut abduschen. So, hier vorne. Ist aber auch bei alle Morello. Ne? Also da haben wir keine Saugpumpe, weil die sind andere Fahrzeuge vorbehalten. Hier hat man natürlich die richtige Druckwasserpumpenanlage drin. Da ist immer beim Fernsehpaket haben wir immer 2 Fernseher mit dabei, automatisch. Also man kann immer ein Paket wählen und hat dann das Komplettpaket. Unterscheidet sich eigentlich ausschließlich oder hauptsächlich nur in der. Kleinen Moment, muss ich schön abschalten. Außerdem möchte ich was kaufen, dann schalte ich nicht ab, aber kann ja später sprechen. Man hat immer 2 Fernseher drin, den kann ich ausziehen zum Beispiel. Also das heißt, ich mache hier den Hebel hoch,
schieb den noch hin, der könnte noch innen drehen, könnte den auch noch in der Neigung verändern. In der Neigung auch? Sag mal. Also da oben kann ich aufmachen, siehst du? Jetzt so, kommt er praktisch so. Genau, kommt er ein bisschen runter. Kann ich den auch verstellen. So, dass ich den richtigen Winkel habe zum Fernsehschauen. Wie ist der Name von dem Bett hier? Einzelbetten nennen die sich. Einzelbetten. Also L bei so einem Fahrzeug bedeutet immer Längsbetten. So ist vielleicht richtig Längsbetten, weil es sind keine Einzelbetten. Es gibt Längsbetten-Variante, es gibt zum Beispiel auch eine Liegewiesen-Variante. Da wäre dieser Einstieg weg und ich habe über die gesamte Fläche Liegewiese. Und dann gibt es noch diese Einzelbetten, die sind in der Mitte getrennt mit einem Nachttischkästchen hinten dran, kann man auch bestellen. Hat man ein bisschen einen tieferen Einstieg, wird aber sehr selten genommen. Es gibt auch ein Querbett? Es gibt auch ein Querbett beim Luft, ja. Da fällt einfach dieser halbe Meter da vorne weg, das kommt wieder nach vorne und ich muss halt übereinander drüber steigen. Man hat viele nimmer. Wenn sie ein Querbett nehmen, dann weil sie Außenlänge sparen möchten. 8 Meter. Also 7 Meter, lass mich überlegen, 7,80 Meter wäre der 74. 74H nennt er sich dann. Das H-Bett heißt immer quer. Warum heißt das H? Keine Ahnung. H. Also H sind immer Querbetter. Horizontal, glaube ich. Kennt das sein, ich glaube es aber nicht. H wie quer, ne? Okay. Also ich habe einen 78FX, der hat auch ein Querbett. Der hat ein französisches Bett, da kann ich das F nachvollziehen. Das heißt F, weil da kann ich an der Seite vorbeilaufen, aber beim H-Bett kann ich nur oben drüber steigen. Genau. Genau, das weil gibt's da auch. Gehe ich dann da drüber rein, das nennt sich dann H. Ach, wieso heißt das H? Keine Ahnung. Müssen wir mal überlegen, kann ich Nacht philosophieren, dann sage ich so. Schön ist, wenn man den Raum zumacht, wenn du das mal gerade machst, dann bin ich mal ganz alleine. Gehe ich mal gerade ganz nach hinten und filme mal gerade. Hier habe ich einen komplett einzelnen Raum, der riesengroß ist, wo ich lesen kann. Machen kann, tun kann mit Leselicht. Vielen Dank. Und ich filme ihn noch mal kurz rein, dass man mal von links nach rechts alles sieht. Da ist er. Hintergrundbeleuchtung. Ja, wieder mal ein ganz anderer Grundriss, Marlene. Ja, auf jeden Fall. Ganz anders aufgebaut, das Bett. Genau, und du dich mal kurz mal auf das Bett ömmelst. Dann. Ja, das sagt man doch so, oder? So, die Füße aufpassen. So, da ist es. Theoretisch passt das ja dann. Warte mal, zeig mal. Sie macht es nicht runter. Theoretisch passt drauf. Jetzt kann ich das verstehen. Lass mir. Alles gut. War nur ein kleiner Gedanke von mir. Aber hat nichts mit dem Wohnmobil zu tun. Bettgröße von dem? Alles gut, perfekt. 2,30 Meter auf 2 Meter. Jede Matratze hat, wenn es richtig weiß, 1,15 Meter. Somit gibt es 2,30 Meter zusammen und 2 Meter Länge. Ich könnte theoretisch auch quer liegen hin. Genau, kann man auch. Es geht. Naja, weil da ist sogar noch länger. Wenn wir jetzt zum Beispiel so richtig große Kunden haben, da bietet sich ein Querbett an, weil da habe ich 2,30 Meter Länge. Gestern war wieder ein Kunde da, der hat 2,05 Meter Stehhöhe. Der kann in so einem Bett gar nicht bequem liegen. Da bietet sich dann ein Querbett tatsächlich an. Krass. So, das heißt, das wäre beides. Genau. Mensch, du machst das so professionell, du hast bestimmt schon hunderte von Videos gedreht, oder? Das ist mein erstes. Echt? Mhm. Du bist ganz entspannt. So, sind die Vertriebsleute von Morelo entspannt? Ist das die Freizeitindustrie, die so chillig rüberkommen lässt? Nein, ich weiß nicht, ob das chillig sagen will. Ich sage mal, mir macht das Ganze Spaß. Für mich ist das Hobby und Beruf zusammen. Und der große Vorteil, ich muss niemand anlügen oder irgendjemand irgendwas vormachen. Jeder sieht, was er hier bekommt. Ich habe auch mit niemandem Mitleid, der mit mir an der Tisch sitzt beim Rechner, weil jeder weiß auch da, was auf ihn zukommt ungefähr. Und deswegen, wie gesagt, sind wir da an der Stelle natürlich echt entspannt und einigermaßen locker, weil das Ding soll Spaß machen und nicht kompliziert sein. Wenn das jetzt dazu kommt, dass man bei dir am Tisch sitzt mit dem Rechner, Aber meistens Pech gehabt, so. Denn ich sag mal, ihr gebt den Leuten schon Hinweise, was sie wahrscheinlich mitbestellen sollten, damit. Oder auch nicht. Also auch, ich glaube, das ist noch viel wichtiger, auch den Leuten zu sagen, was sie nicht brauchen. Ich sag mal, einen Preis in der Höhe zu treiben, alles in eine Uderei zu packen, was Geld kostet, das ist das eine. Die Leute fühlen sich viel mehr gut aufgehoben, wenn man auch mal sagt, was man vielleicht gar nicht braucht oder was vielleicht unsinnig ist. Ein Beispiel. Wenn ich Kunden habe, die
nur im Sommer unterwegs sind, vielleicht mal kurz in der Herbst reinfahren und dann das Auto über den Winter abstellen, wenn ich denen einen Gastank verkaufe, ist ein Verbrecher. Definitiv. Und deswegen ist es wichtig, die Kunden da fair zu beraten, auch einmal über Dinge. Entscheidet uns es nachher selber, da sind sie alle mündig genug, um zu sagen, ich brauche es oder nicht, aber oft denken sie nicht dran. Und deswegen sind sie froh, wenn sie jemanden haben, der ein bisschen aus der Erfahrung plaudern kann. Und man muss nicht den Preis einfach nach oben treiben, es muss passen. Mensch, das hast du schön gesagt. Ich habe jetzt eine Diesel-Zusatzheizung bestellt, das heißt, die kann per Wärmetauscher, kann der dann zu heizen und dafür ist der Gastank kleiner, hat er gesagt, da langt auch ein 70 Liter Tank dann, weil ich kann per Diesel heizen, das geht auch? Es geht auch mit einer geringeren Leistung, ganz klar, also die Gasheizung, die hat 6 kW, diese Dieselheizung, die hat 5,2 kW, muss aber die Wärme über einen Wärmetauscher austauschen, da geht ein bisschen was verloren. Ich habe aber tatsächlich die Möglichkeit, auch mit Diesel zu heizen. Ich kann zuheizen, ich kann komplett mit Diesel heizen und kann mir dadurch ein bisschen Gas sparen. Wird ja, aber selten genommen. Ich kann auch tatsächlich nicht viel darüber berichten, weil ich keine Erfahrung damit habe. Ich kann es nicht mal sagen, wie es funktioniert. Ich werde es demnächst berichten. Das wäre gut. Dann hilft schon mir, ob das gut ist oder nicht. Ich habe es ja bis jetzt nicht gebraucht, sagen wir es mal so. Ihr habt die Lagerrichtung vom Fußboden verändert. Der ist ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen filigraner. Nee, das ist ja jetzt noch der Fußboden, wie wir es seither verlegt haben, nämlich quer. Ja. Die neue wird längs verlegt. Ja. Hat einen produktionstechnischen Hintergrund, auch mit dem Verschnitt. Hat jetzt nichts mit der Optik zu tun, sondern der Verschnitt, sagen wir mal, bei dieser Verlegung, der ist um einiges größer, hat man viel Abfall. Wenn wir sie längs verlegen von der Rolle runter, haben wir weniger Abfall. Und sieht auch gut aus, weil es das Auto insgesamt streckt. Da unten ist eine Klappe, die haben wir noch nicht aufgemacht. Schublade halt. Schublade. Die ist aber recht tief. Die ist recht tief, ja. So, und dann habe ich noch ein Mülltrennsystem für alle, die mal gucken wollen. So sieht der Mülleimer aus. Oben haben wir nochmal auch wieder echt jeder Millimeter oder jeder Zentimeter ausgenutzt. Noch eine Ablage drin, da haben wir zum Beispiel unsere Küchenhandtücher drin. Und hier habe ich die Möglichkeit, ein doppelter und einfacher zum Trennen zu haben. Und bei jedem Auto liegt noch mal so ein Liter Heizungsflüssigkeiten mit dabei. Mhm. Wenn man am Anfang ab und zu mal nachfüllen muss, eventuell sind noch Luftblasen im System und beim Fahren und Schütteln gehen die dann raus, dann muss ich dann am Anfang ab und zu mal ein bisschen Glykol nachfüllen. Wo ist denn das Ausgleichsgefäß? Immer hinter der Dusche. Also immer, wenn man in der Dusche ist, mache ich es wieder nach vorne auf. Zeig mal grad, ja. Und beim Palace mache ich da hoch, nehme das raus und habe hier dieses Ausgleichsgefäß. Da sieht man jetzt auch der Füllstand. Messen soll man immer, wenn die Heizung läuft, weil sich dann die Flüssigkeit ausdehnt. Hier ist Max, hier ist Min, da dazwischen sollte es sich bewegen. Und hier oben über dieses Rohr können dann auch mal die warme Flüssigkeit oder Würze verdampfen und deswegen wird es in der Regel irgendwann einmal leer. Und auch da vielleicht nochmal spannend, nur dieser Druck, der in der Heizungsanlage drin ist, von zu Hause kennen wir es, da hat man einen Vorlauf und einen Rücklauf, das hat man hier nicht. Hier hat man praktisch einen Einfachkreislauf und nur dieser atmosphärische Druck von oben herrscht im gesamten System als Druck. Das langt. Das langt, weil diese Pumpe in der Heizung dann dieses Wasser durch die Heizkörper durchtreibt und wichtig ist hier immer mal wieder zu schauen, ob dieser Füllstand noch stimmt, weil sonst zieht die Luft. So, ich höre gerade, es wird ein Auto wieder verkauft, wir müssen raus. Jetzt haben wir es ja auch wirklich intensiv gezeigt. Denn, das war eine Viertelstunde, ne? Ja, es war eine Viertelstunde. Wir haben ja gesagt, vorher, es dauert eine Viertelstunde, wir kommen raus und sprechen mal über dieses Fahrzeug. Da ist es, der Morelo Loft 79L in der XXL-Erklärung vom größten Profi, den ich je gesehen habe, nämlich Dieter Glasbrenner, der gesagt hat, nee, groß ist er nicht, sagt er, der sagt, ich habe noch nie in meinem Leben gelogen, weil ich mir... Halt. Ganz falsch. Wenn ich ein Wohnmobil verkaufe, lüge ich in der Regel nicht. Also bei dir würde ich eins kaufen. Ja, siehst du, schon wieder einer. Du hast einen tollen Mann, muss ich sagen. Ja, das weiß ich. So, ihr müsst fahren, gell? Ja, wir müssen die Schweiz verlassen, leider. Ja,
denn ab morgen ist ja Risikogebiet. Genau, Risikogebiet, und wir wollen die Bestimmungen einhalten und deswegen nächste Woche beim anderen Handelspartner, deswegen da können wir jetzt nicht die Bestimmungen außer Acht lassen. So ist das, ja. Dieter, ich danke dir herzlich. Sehr gerne. Du hast es mindestens genauso gut gemacht wie deine Frau. Auf jeden Fall. Und viel dazu. Ja, ihr seid bodenständig, ihr seid nett, muss man sagen. Also ihr seid auch, also ihr seid nicht so, dass er kommt so. Es war früher mal so, ich habe Morello gesehen, habe gedacht, da darf man nur rein, wenn man eine Rolex trägt. Ganz bestimmt nicht. Ja. Ich habe selber keine Rolex. Wie soll ich denn ein anderer nicht mit der. Mit, ich, guck, ich trage eine billige Apple-Uhr. Deswegen darf jeder rein, wenn er will. Alles klar. Das heißt, die Kunden, die da sind, die haben sich das gegönnt oft, oder? Ah ja, absolut. Und verdient, muss man auch sagen. Und ich schätze das sehr, dass ich freue mich über jeden, der sich so den kaufen kann und sich das auch leisten möchte. Das muss man dazu sagen. Sehr schön. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen sage der Kunde auch oft, dass er sich freuen soll. Und manche sind dann immer ein bisschen verbittert. Was mir immer so auffällt bei den Auslieferungen, da gucken sie immer erst mal morgens böse und ich weiß nicht warum. Und wenn ich dann sage, jetzt freut euch mal, dass ihr heute ein schönes Wohnmobil bekommt, dann fangen sie auch an zu lachen. Aber ich meistens sehr angespannt, ne? Der ist nett, der Dieter, oder? Ja, auf jeden Fall, sehr sympathisch. Sehr schön. Ja, vielen Dank Marlene erstmal. Vielen Dank Anja. Vielen Dank Sven. Es geht jetzt vor euch nach Hause, das heißt, ihr fahrt jetzt nach Bayern wieder. Ja, nach Schlüsselfeld. Genau. Danke. Ins schöne Frankenland. Bitte. Sehr tschüss. Gerne. Ciao. Ciao. So, und ein letzter Blick noch aufs Heck. Dann machen wir Cut bei Morello in Bern. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.